Wir blicken auf die Fassade von Santa Maria in Trastevere, die älteste Marienkirche Roms. Die mittelalterliche Fassade wird geschmückt von einem Mosaik aus dem 12. bis 13. Jahrhundert, das die Gottesmutter inmitten von 10 weiblichen Heiligen zeigt. Die 10 heiligen Jungfrauen halten brennende Lampen als Zeichen ihrer Jungfräulichkeit. Über Maria, das Lamm Gottes, als Symbol für Jesus Christus und seinen Opfertod. Rechts neben dem Giebel erhebt sich der schlicht gehaltene romanische Glockenturm. Seine Gestaltung ist typisch für römische Glockentürme. Das Mosaik an seiner Spitze zeigt Maria mit dem Christuskind. Christus hat ein erwachsenes Gesicht. Nach byzantinischer Tradition beansprucht er mit der Geste seiner rechten Hand schon als Kind die Herrschaft über die gesamte Welt. Der Innenraum zeigt sich im Stil einer dreischiffigen Basilika, was auf das Jahr 1170 zurückgeht. Höhepunkt des Innenraums sind die Mosaiken am Triumphbogen aus dem 13. Jahrhundert und in der Apsis aus dem 12. Jahrhundert. Das Mosaik rechts unten neben der Apsis zeigt den Tod Mariens. Rechts neben der Apsis der Prophet Jesaja. Links und rechts neben dem Apsisbogen die Symbole der 4 Evangelisten. Rechts der Stier für den Evangelisten Lukas und links der Vogel für den Evangelisten Johannes. Der Engel in Menschengestalt für den Evangelisten Matthäus. Unter der Apsiskalotte verläuft ein Lämmerfries. Von links und rechts gehen jeweils 6 Lämmer auf das Opferlamm zu. Die Zahl 12 ist das Symbol der 12 Stämme Israels, der Apostelschar, des Volkes Gottes, das seinem Hirten nachfolgt, und die heilige Zahl der für alle Ewigkeit Erretteten. Den oberen Abschluss des Kalottenmosaiks bildet ein reich verziertes, fächerförmiges Himmelsgewölbe.
Hier gleich zweimal das Lamm Gottes als Symbol Jesu Christi und seines Opfertodes. Zwischen zwei kleinen Wolkenstreifen reicht die Hand Gottes einen Siegeskranz herab. Der Lorbeerkranz ist ein Symbol für den Sieg Christi über Sünde und Tod. Auf glänzendem Goldgrund als Zeichen der himmlischen Herrlichkeit wird Christus mit seiner Mutter und Heiligen dargestellt. Maria trägt eine Krone. Das Haupt Christi umgibt ein Kreuznimbus. Christus umfängt mit seiner rechten Hand liebevoll Maria, die mit zwei Fingern der linken Hand auf ihn weist. Maria thront neben Christus wie eine Königin. Ihre Gewänder sind von außerordentlicher Pracht. Die Schmuckelemente erinnern an die Bekleidung einer orientalischen Göttin. Das von Maria entrollte Schriftband enthält ein wörtliches Zitat aus dem Hohen Lied. Leva eius sub capite meo et dextra ilius amplesabit me. Seine linke liegt unter meinem Kopf, seine rechte umfängt mich. Christus präsentiert ein geöffnetes Buch, in dem die Worte geschrieben stehen: Veni electa mea et ponam in te tronum meum. Komm, meine Auserwählte, ich werde in dir meinen Thron errichten. Zum ersten Mal in der christlichen Kunst sitzt Maria neben Christus auf dem himmlischen Thron. Ausdruck der im 12. Jahrhundert allgemein zunehmenden Marienverehrung. Der heilige Calixtus. Der heilige Laurentius. Links Papst Innozenz II. Mit einem Modell der Kirche.